Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem entspannten Sonntagsvideo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns natürlich an, ganz kurz, was war gestern auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville los? Was hat Donald Trump gesagt? Viele werden es schon wissen, doch ich gebe euch nochmal meine Meinung dazu, was ich verstanden habe, was er da wirklich gesagt hat. Wir sehen uns natürlich XRP an, kurz ein paar XRP-News. Und dann sehen wir uns noch wirklich wichtige News an. Franklin Templeton und die SBI Holding legen in Japan ETFs aus. Was das für XRP bedeuten könnte, klären wir im Video. Es wird extrem spannend. Lasst mir sehr gerne zum Sonntag einen Kommentar, ein Like da. Und wenn du nichts mehr verpassen möchtest in Sachen Kryptowährung XRP in 2024, dann lass auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Windows G, liebe Freunde, damit startet ihr die Bildschirmaufnahme. Gehen wir direkt rein. Der Markt, alle haben jetzt gedacht, das geht hier durch die Decke nach der Konferenz gestern. Aber positiv zu sagen, der Markt hält sich. Er crasht nicht, kein Sell the News Event, aber auch keine Rakete. Ich denke, ist völlig in Ordnung, damit können wir leben. Ich habe natürlich ein Gefühl, auch nur, Mütze sitzt nicht ganz, dass die nächste Woche sehr, sehr bullisch wird. Habe ich irgendwie im Gefühl, ich habe hier keine Indikatoren oder sonst irgendwas, aber ich glaube, wir sind hier mit Kryptowährung sowieso in 2024 so, so gut dabei und wir werden hier sehr, sehr gute Prozente einfahren. Wann ich natürlich Gewinne realisiere und wie ich das mache, erfahrt ihr auf meinem Kanal, deswegen lasst auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Wir haben die 7030 Abonnenten heute geknackt. Vielen, vielen Dank. Ja, Sonntag, Motorradfahrer, seid gegrüßt. Okay, das am Rande. Wir sehen uns an. Donald Trump, flammende Rede auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville. Das Erste, was er in seiner Amtszeit machen möchte, ist natürlich Gary Gensler feuern. Da haben die ganzen Bitcoiner, die ganzen Krypto-Enthusiasten ihr Bier verschüttet, als wenn hier in der Nachspielzeit in der sechsten Minute das erlösende 1:0 fällt, für wen auch immer. Und ja, sind da komplett abgegangen. Auch die Pläne, dass er der erste Bitcoin-Präsident werden möchte und in den ersten 100 Tagen Bitcoin da für die USA natürlich auch zugänglich, eventuell auch Reserven da irgendwie ankaufen möchte. Ich sage persönlich, das ist okay, das ist gut, aber dieser Mann steckt mitten im Wahlkampf und wir wissen, was er in den letzten Jahren so von sich gegeben hat. Wie es dann aussieht, wenn er wirklich an die Macht kommen sollte, das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern ungefähr? Es ist positiv, es hat mir natürlich auch gefallen, aber ich bewerte das jetzt nicht so hoch. Und ihr seht es auch, der Kryptomarkt bewertet das Ganze auch nicht wirklich so hoch. Okay, trotzdem hat mir das gefallen. Gary Gensler feuern, ja bitte, bitte, bitte. Das wäre schon mal nicht schlecht, egal wer das macht. Denn dieser Mann ist wie ein Hemmschuh für Kryptowährung. Okay, gehen wir direkt rüber, sehen wir uns das Ganze nochmal ganz kurz an. So, on day one, I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Ja, ist schon lustig. Wäre ich wahrscheinlich auch steil gegangen, wenn ich da 3 Bier drin gehabt hätte. Aber auch sehr, sehr wichtig, 1 Million BTC für die USA. Senatorin stellt Bitcoin-Reserve-Bill vor. Auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville präsentierte die US-Senatorin Cynthia Lummis die Bitcoin-Reserve-Bill. Was diese beinhaltet und warum diese eine Zeitenwende in den USA auslösen könnte. Das wären 5% des gesamten Angebots. Damit sollen die Rücklagen in US-Dollar der Vergangenheit oder zumindest mit Bitcoin gleichziehen. Das ist so ihr Ziel. Das auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Okay, wie gesagt, den Bitcoin-Kurs hat es nicht gejuckt. Es gab mal ganz kurz hier ein leichtes Sell-the-News-Event, 22 Uhr, 23 Uhr. Aber der Bitcoin-Kurs hat sich wiederholt. Ich kann mich jetzt nochmal wiederholen. Mein Gefühl ist alles nur Gefühlssache und auch irgendwo der Spirit und die Erfahrung der letzten Jahre.
Ich denke, die nächste Woche wird bullisch. Auch der Bitcoin Fear and Greed Index ist immerhin noch bei 71. Das heißt, wir sind immer noch bullisch unterwegs. Jetzt für mich eine wichtige Nachricht wirklich in Sachen XRP, in Sachen Ripple. Die SBI Holding und Franklin Templeton als Partner kommt der XRP ETF in Japan. Diese beiden, SBI Holding und Franklin Templeton, wollen bis 2024 das Investitionsumfeld für Bitcoin-Spot-ETFs in Japan untersuchen. Sie wollen dort Untersuchungen starten. Wäre es denn vom Vorteil oder finanziell würde es was bringen, dort ETFs in Sachen Bitcoin zu launchen? Und wir wissen, die SBI Holding ist in Partnerschaft mit Ripple. Jetzt wird natürlich wieder spekuliert, wäre das positiv für XRP? Das ist halt immer eine Sache der Nachfrage. Wird dieses Finanzanlageprodukt von institutionellen Investoren auch gesucht? Bietet man das dann an? Wir haben ja letzte Woche gehört, dass BlackRock sagt, Bitcoin und Ethereum, das ist momentan das, was die Leute suchen. XRP, Solana, eher schwierig. Also ob das Ganze dann durchgeht, hängt immer davon ab, wie ist die Nachfrage. Hier heißt es, die SBI Holding in Partnerschaft mit Ripple XRP ETFs wären dann natürlich sehr wahrscheinlich. Auch Ripple ist in Asien maßgeblich an der Förderung der Blockchain-Technologie im Finanzbereich damit beschäftigt und involviert. Also das wäre natürlich schon mal was sehr, sehr schönes. SEC versus Ripple Vergleich. Rechtsexperten sehen große Hürden für XRP nach einem Deal. Also man muss festhalten, es wäre für Ripple und die SEC, würden sie einen Vergleich finden, da irgendeine Strafzahlung machen. Beide würden ihr Recht auf eine Berufung verlieren. Ist das im Sinne der SEC? Ist das im Sinne von Ripple? Also ich kann mir vorstellen, das muss wirklich hinter verschlossenen Türen alles besprochen werden, weil stimmst du einer Vergleichsvereinbarung zu, gibt es kein Recht mehr auf eine Berufung. Von daher sehen Rechtsexperten hier, sind weniger optimistisch, dass das Ganze hier in den nächsten Wochen zu einem Ende kommt. Ich persönlich denke schon, denn irgendwann, wie gesagt, muss das mal nach über 3 Jahren zu einem Ende kommen. Und das, egal wie es ausfällt, positiv für Ripple und die Adaption dann sein wird. Ebenso, was sich daraus ergibt, natürlich ein Präzedenzfall. Auch unser lieber XRP-Kurs zum Zeitpunkt der Aufnahme hier bei 60 US-Dollar Cent. Und ich habe es euch gesagt, ich finde das sehr, sehr gut. Der soll nicht mehr runter auf diese 40, nicht mehr auf diese 50. Ich persönlich habe genug eingekauft. Na, was ist genug? Ist natürlich immer die Frage. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare hauen. 60 US-Dollar Cent trotzdem für dieses Asset immer noch ein spottgünstiger Preis. Meiner Meinung nach. Trotzdem sollte man sich nicht so auf XRP unbedingt vertiefen und in dieser Bubble hängen bleiben. Es gibt noch viele andere schöne Kryptowährungen. Demnächst werde ich auch mal wieder ein bisschen anderen Content machen. Aber momentan ist XRP Ripple nun mal so heiß am Markt und so nachgefragt, dass man da nicht drum herum kommt. Auch das nächste Meeting der SEC soll am 1. August sein, am Donnerstag, wenn ich das richtig sehe. Ob es da um Ripple geht, ob da irgendwas passiert, ja, so what. Mir langsam echt egal. Wichtig ist, dass es hier zu einem Ende kommt, dass wir hier mal mit wirklich verlässlichen Nachrichten auch gefüttert werden. Okay, das war's erstmal zum Sonntag. Ich will euch da nicht zu lange zulabern. Das ist meine Sicht der Dinge. Haut mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Trump haltet, was ihr um die ganze Thematik XRP haltet, Ripple haltet. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, ich habe jetzt einen neuen Partner und zwar BingX, was mich super stolz macht. Mit den 7000 Abonnenten kam BingX auf mich zu. Er hat mich schon eine Weile beobachtet, wollten sehen, dass mein Kanal wächst und finden das gut, was ich hier mache. Und haben mir eine Partnerschaft angeboten. Ich bin super glücklich, weil ich weiß, BingX ist im deutschsprachigen Raum sehr beliebt auch. Und es gibt 100 Millionen globale Nutzer, 800 gelistete Kryptowährungen. Das ist schon wirklich, wirklich sehr viel. Und in 100 Ländern unterstützt. Über meinen Link unterstützt ihr mich und über diesen Link, den ich hier unten habe, habe ich gleich ein Programm für euch bekommen. Da könnt ihr bis zu 6.980 Dollar Bonus bekommen auf
Trading, wenn ihr alle möglichen Aufgaben hier erfüllt. Allein fürs Abschließen von KYC bekommt ihr 80 USDT. Für eine Einzahlung von 100 USDT nochmal 100 USDT obendrauf. Wenn ihr das alles durchmacht, Handelsvolumen von 5 Millionen Dollar erreicht und was nicht alles, summiert sich das Ganze auf 6.980 Dollar. Würde mich extrem freuen. Das Ganze läuft noch 3 Tage, unterstützt mich hier und ja, bleibt alle schön gesund. Kommentar, Like, Abo in dieser Reihenfolge. Bis zum nächsten Mal. Peace.